Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Es gibt ein spannendes Video. Es geht um Körperpeelings beim Duschen. Welches ist das Beste? Welches mag ich am liebsten? Welches hat mir jetzt gut getan? Welches würde ich wieder kaufen? Naja, also, vorweg. Ja, es war schwierig. Es war ein einziges Gewasche. Gecreme und geteste, aufgeschreibe, analysiert, analysiert, analysiert. Ja, das hat ganz schön lange gedauert. Das ging jetzt wirklich, ich glaube, ein paar Monate. Monate? Ja, doch. Also auf jeden Fall Wochen. Ja, klar. Also gut, ich wasche mich natürlich regelmäßig. Und ja, das. Es war nicht so ganz einfach. Was ich vermisse, ich hatte doch dieses Kneipp und das habe ich nicht mehr gefunden. Hat mir das jemand gemopst von meinen Mädels. Es gibt von Kneipp dieses ganz, ganz tolle Duschpeeling. Das ist natürlich auch oberste Sahne. Wirklich mein absolutes Lieblingspeeling. Das gibt es aber irgendwie immer nur in Tütchen. Ich habe das noch nie in so einem Pott gesehen, nur online. Aber gut, ich habe ja genug zur Auswahl gehabt. Ich habe mir immer so nach und nach ein Peeling besorgt, habe die ausprobiert. Avon ist auch dabei. Und ich werde euch jetzt einfach ein bisschen berichten darüber, wie ich das so empfunden habe. Ja, also grundsätzlich, warum ich überhaupt dieses Video gemacht habe, war der Grund, ich habe Asam-Peeling das erste Mal getestet. Ich bin nicht so ein Peeling-Typ. Ich habe das dann aber mal, hatte ich das in der Wunde? Nee, jemand hatte mir das empfohlen. Genau. Ich weiß auch noch wer. Herzchen. Und sie sagte, du musst das unbedingt mal probieren. Ja, wenn ihr mir sowas in die Kommentare schreibt, dann mache ich das auch, weil dann bin ich auch neugierig. So, und dann habe ich mir das bestellt. Und wusste gar nicht, dass das so toll ist. Ich habe das benutzt, das roch dermaßen toll. Die Haut war danach weich und ich habe das total geliebt. Ja, dann war das alle, zwei so eine Pötte. Und dann dachte ich so, oh, jetzt muss ich ja nachbestellen. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, vielleicht gibt es ja Alternativen, dass man nicht bestellen muss, weil Asam ist ja jetzt auch nicht gerade so günstig. Das ist ja schon auch kostspielig, obwohl ich ja auch immer wieder betonen muss, wie toll Asam ist. Die haben ja wirklich ihre Vorzüge, ne? Und ja, die sind halt so, ich mag die einfach. Ich mag so das ganze Konzept von denen finde ich toll. Ich mag auch Deutsch und also eine deutsche Firma finde ich immer toll. Ich finde immer, das kann man unterstützen. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich bin dann immer so irgendwie loyal, ne? Ja, jedenfalls. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen an. Ich habe viele getestet. Ihr kennt, glaube ich, auch so ein bisschen, was ich habe, weil ich das oft auch im Rossmann Hall gezeigt habe. Und jetzt geht's endlich los. Nach 3 Minuten quatschen. So, ich fange an. Ich fange bei den, ja, nicht ganz so tollen an. Und ganz zum Schluss kommen dann die richtig tollen. Ne? So, als allererstes fange ich mit diesem Salzpeeling an. Von Balea, ein Ölpeeling mit Salz. Ja, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, als ich mir das gekauft habe. Habe mich da auch noch mal so ein bisschen belesen, was ist jetzt eigentlich besser, Salz oder Zucker für die Haut. Und da kommt es dann wieder auf die Haut drauf an. Salz trocknet zwar die Haut ein bisschen aus, soll aber trotzdem gut sein für trockene Haut, weil sie trotzdem viele Mineralien der Haut zuführt. Aber das muss immer jeder für sich selber entscheiden. Ich habe sie letztendlich nicht benutzt, weil sie mir zu grob war. Ich habe sie für die Füße benutzt. Ich habe sie als Fußpeeling benutzt. Sie ist auch noch, ich habe sie erst zwei, dreimal benutzt. Ist noch was drin. Und werde das auch weiterhin für meine Füße benutzen. Einfach so am Waschbecken. Ist ja auch dann gleichzeitig Gymnastik. Aber da müsst ihr aufpassen. Also, wenn ihr auf meinen Ratschlag hört und das benutzt, dann bitte nicht sagen, wenn ihr ausrutscht, weil es so ölig war, dass ich schuld bin. Danach sind die Füße ganz schön ölig. Aber für mich ist das optimal. Ich bin ja mit den Füßen nicht ganz so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer keine Zeit. Doch, ich habe Zeit. Aber ich weiß auch nicht. Ich mache das immer nicht so mit den Füßen. Ich bin da nicht so. Es gibt ja so Freundinnen, die machen das so toll immer. Ich finde das auch ganz toll. Ich möchte das auch immer gerne, unbedingt. Aber ich bin halt nicht so. Und deswegen habe ich das für die Füße genommen. Ein Salzpeeling. Totes Meer.
So grundsätzlich ist das alles gut. Ich mag das auch. Aber wie gesagt, für den Körper wollte ich das jetzt nicht so gerne haben. Ich weiß auch nicht warum. Aber es riecht, glaube ich, ganz gut. Ich rieche nochmal. Oh, ja, das riecht richtig toll. Also wer das mag, kann ich weiterempfehlen. Vom Geruch her ist es ganz, ganz, ganz toll. Ich mochte halt irgendwie nicht so Salz. Ich weiß auch nicht. So, dann das zweite Produkt hat mich gar nicht überzeugt. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist ein Zuckerpeeling. Geruch. Ich habe es vergessen. Das andere riecht besser. Es riecht, ja, wie es halt riecht, ne? Das ist Geschmackssache. Also es ist jetzt nicht so mega mein Geruch. Es ist ohne Mikroplastik. Das ist super. Es war mir zu ölig. Es war mir zu grob und zu ölig. Man macht das auf die Haut drauf und dann ist das so richtig grob und krass auf der Haut. Das ist so richtig unangenehm. Das fand ich richtig, richtig gar nicht schön. Und danach dieses Gefühl auf der Haut, dieses mega ölige. Ich meine, man muss danach nicht eincremen, das war sehr praktisch. Aber trotzdem war das für mich kein angenehmes, schönes Gefühl. Ich hatte so das Gefühl, dass hier steht zwar Marulaöl, aber also ich weiß nicht genau, ob da noch anderes Öl mit drin ist oder so. Also mich hat das nicht überzeugt. Das würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Das habe ich auch nicht gut in Erinnerung. Und das war auch nicht so. Man merkt das ja schon, wenn man viele Produkte hat, dass man immer gerne zu einem Produkt greift. Man hat einfach so im Unterbewusstsein bleibt irgendwie hängen. Das liebe ich, das fand ich toll. Und das ist sowas, wo ich gesagt habe, nee, lieber das andere. Und das war so ein Produkt, das würde ich mir nicht nachkaufen, das hat mir nicht gut gefallen. Dann habe ich von euch einen Tipp bekommen. Nicht wundern, ich habe das einmal abgemacht, um das da zu lesen. Hier. Ja, also hat mich auch nicht so mega überzeugt. Ich mache mal den Zettel ab. Das ist von Dove, ein Creme-Duschpeeling mit Macadamia und Reismilch. Ja. War aber auch keins meiner Lieblingsprodukte. Hat mich nicht überzeugt. Mir war das zu wenig Peeling. Und ich musste mich danach komischerweise eincremen. Und dann habe ich das hier gelesen, habe ich den Zettel abgemacht. Der ist hinten drauf. Und da stand das Tatsache sogar drauf. Anschließend eine Dove-Creme-Dusche verwenden. Ja, genau. Entschuldigung. Wie war das denn? Eine großzügige Menge des Creme-Duschpeelings sanft in kreisenden Bewegungen auf der feuchten Haut einmassieren und danach abspülen und danach nochmal eine Creme-Dusche verwenden. Habe ich nicht gemacht, habe ich mir auch gar nicht durchgelesen. Erst zum Schluss, wo ich für euch das Video machen wollte, mich darauf vorbereitet habe, da habe ich dann gedacht, ach, mach mal den Zettel ab. Also, das muss man ja auch wissen. Und ich wundere mich, warum ich mich danach eincremen muss. Also, hätte ich mich danach mit einer Cremedusche gewaschen, dann wäre es wahrscheinlich nicht gewesen. Mich hat es nicht so megamäßig überzeugt. Ich muss noch mal ganz kurz, weil wie gesagt, der Peeling-Effekt war nicht so. Das war fast so wie gar nichts, finde ich. Also, empfinde ich so, ne? Ja, der Geruch ist sehr schön. Guck mal, ich habe es ja auch probiert. Der Wille war da. Ist mehr so ein cremiges Produkt. Es ist auch nicht schlecht, aber es ist jetzt. Oh, der Geruch ist echt toll. Also riechen tut die Klasse. Ja, vielleicht hätte ich das mal richtig anwenden sollen. Das habe ich nicht gewusst. Also, wenn ihr euch das kauft, Zettel, ne? Mit Brille wäre das nicht passiert. Und danach dann halt mit einer Cremedusche. Vielleicht ist das denn anders. Also, das, wie gesagt, habe ich nicht gewusst. Finde ich aber grundsätzlich eigentlich ein schönes Produkt. Ja, weil es so gut riecht. So, dann habe ich das hier getestet. Also ist auch noch was drin. Also die sind jetzt alle nicht leer, nur zwei Stück sind leer. So kommen wir später zu. Ja, das habe ich jetzt auch benutzt. Aber, also da war der Geruch so toll. Erstmal hat mich das überzeugt, wenn das da drauf steht, dann bin ich ja schon immer Feuer und Flamme. Ne? Isana, günstiges Produkt mit Grapefruit. Der Geruch war die Bombe. Ja, also der Geruch, der ist es schon wert, dieses Produkt zu kaufen. Das ist ein mega Geruch. Es riecht wirklich so frisch und so toll. Ganz toll. Aber man darf nicht davon ausgehen, dass es peelt. Jetzt ist es mir zu sanft.
Mir persönlich, ne? Also ich sage hier natürlich nur mein Empfinden. Mir war das zu sanft, das war für mich so wie fast gar nichts. Und das fand ich jetzt nicht so schön. Aber ansonsten ist der Geruch toll. Einfach als Dusche kaufen, nicht mit Asam-Peeling vergleichen, dann ist das völlig in Ordnung. So, dann habe ich das nächste Produkt, das ist toll, das kann ich euch weiterempfehlen. Ich fand es aber ein bisschen, ja, darf man das so sagen, sehr teuer. Ich fand 10 Euro für so ein Produkt ist nicht gerade günstig. Da fahre ich dann ja mit Asam besser, glaube ich. Aber, ne? Sehr gut, tolle Firma, tolles Produkt. Wie gesagt, habe ich ja auch meiner Freundin empfohlen. Finde ich ganz toll. Riecht ganz toll. Ja, der Geruch, der ist, oh, das riecht so frisch, ne? Ganz tolles Gefühl, wenn man das riecht. Es ist auf der Haut, das ist mehr so ein cremiges Produkt auch. Und also das Peeling-Gefühl, das war so mittel. Das war jetzt auch nicht so doll. Aber ich kann mir vorstellen, für Leute mit empfindlicher Haut, dass das genau richtig ist. Und wie gesagt, ich empfehle immer Naturkosmetik, weil das sind einfach tolle Produkte. Ne? Ja, ich liebe das. Birke, das klingt so komisch, ne? Birke, Duschpeeling. Ja, das haben wir es wieder. Ne? Das ist halt ein Duschpeeling. Und die Duschpeelings, die sind, glaube ich, nicht ganz so krass mit, was den Peeling-Effekt angeht. Aber ich würde es euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Aber geht davon aus, dass es kein dolles Peeling ist. Es ist ein schönes Produkt. Ich finde zum Verschenken optimal. Es sieht toll aus, wenn man grün mag. Wenn das so hübsch mit Zellophanfolie eingepackt ist, das ist ein ganz tolles Geschenk. Da, ne? Also ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber ganz doll. So, dann habe ich hier fast eins leer gemacht. Ganz toll. Aber ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich mir so die ganze Verpackung mal so in Ruhe angeguckt habe. Ich habe es mir natürlich gegriffen, weil es auf den ersten Moment auf mich wirkte wie eine Naturkosmetik. Guck mal, dann steht da drauf Körperpeeling mit Kokosschale. Da dachte ich auch, okay. Aber ja, vegane Formel, was auch immer das heißt. Aber es ist okay. Es war ein gutes, ihr seht es ja, ich habe es ja fast aufgebraucht. Es war ein Produkt, was ich sehr gerne gegriffen habe. Ja, also diese Gerüche, die sind wirklich der Wahnsinn. So wie das aussieht, so riecht das auch. Oh, irgendwie so beerig, ganz toll. Ja, kann ich auch weiterempfehlen. Da war der Peeling-Effekt wirklich toll, aber es ist keine Naturkosmetik. Leider wäre schön gewesen, aber ja, man kann es aber trotzdem kaufen, wenn man möchte. Das ist jedem selber überlassen. Ne? Ich mache nie jemanden Vorschriften oder sage, das müsst ihr machen, das müsst ihr nicht machen. Das ist jedem selber überlassen. Ich bin auch kein Engel. Ich greife, ne, auch ganz oft zu irgendwelchen Sachen. Also ich finde immer gut, wenn der Wille wenigstens da ist und so ein bisschen das Bewusstsein, dass man so ein bisschen versucht, in die richtige Richtung zu gehen und da nicht total egoistisch durch die Welt rennt, sondern einfach auch so ein bisschen bewusster ist. Also dann kann ich das wirklich weiterempfehlen, weil der Peeling-Effekt, der war mehr als bei den anderen Duschpeelings. Bei den anderen Duschpeelings, da war immer so gar nichts und hier war so richtig schön. Also und ein toller Geruch. Aber danach ein Creme, also bei mir. So, dann habe ich Palmolive. Das ist so ein ganz einfach, das rechne ich eigentlich gar nicht so zu dem Video, aber ich habe es halt auch. Eine Mineralmassage. Also guck mal, das habe ich auch noch gar nicht richtig benutzt, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ja, ich finde es schön, es riecht total super, es ist ein schönes Produkt. Ich werde es auch meinem Mann geben, das kann er denn benutzen. Mir ist das ein bisschen zu wenig, aber mein Mann freut sich, weil das ist ja auch super Geruch. Ich muss immer schnuppern. Wie geht denn das auf? Drücken nicht. Hätte ich mal vorher geübt, wie das eigentlich aufgeht. Wie gehst du denn jetzt auf? Ach, ganz einfach, einfach vorne. Joa, frisch. Ach, ich finde es eher so männlich. Ich finde, das ist eher so ein männlicher Geruch, komisch. Aber frisch. Also kann man auch mal kaufen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommen die Favoriten. Ja, da muss man sich entscheiden. Das ist wirklich schwierig.
Das ist ein tolles Produkt. Tolles Produkt. Ich musste mich danach nicht eincremen. Es ist mit Arganöl und das merkt man auch. Allerdings muss ich dazu sagen, dieses Peeling, das war wirklich krass. Also das ist holla die Waldfeder. Also das ist wirklich ein ganz dolles Peeling. Bei Asam, finde ich, hat man immer das Gefühl, die haben das Zucker so ein bisschen abgerundet oder so. Und hier hast du das Gefühl, der Zucker ist noch viereckig, also schon ein bisschen zu doll. Also das hätten sie ein bisschen weicher machen sollen. Ich weiß ja nicht, wie sowas geht, aber guck mal hier, ich habe es aufgebraucht. Eins meiner Lieblingsprodukte wegen diesem umwerfenden Duft, also dieser Duft. Boah, also danach bin ich fast süchtig geworden. Das würde ich mir nachkaufen, obwohl es wirklich ganz schön doll ja, kratzt. Ja, es ist so, es ist echt. Aber danach war die Haut auch mega weich, wie eingecremt, ganz tolles Gefühl auf der Haut. Das war wirklich ein schönes Gefühl danach, wirklich ein schönes Gefühl. Manchmal ist ja die Haut so sehr ölig nach so einem Peeling. Das war da nicht. Das war nicht so unangenehm. Also das würde ich euch weiterempfehlen. Merkt euch dieses Produkt, wenn ihr euch das mal kaufen möchtet. Ich finde es ganz toll. Also kann ich weiterempfehlen. Schönes Peeling. Auch ja, im Vergleich zu Asam kann man das wieder nicht vergleichen, weil das ja zu doll war. Das war ja zu doll im Peeling. Das Asam viel weicher und viel angenehmer auf der Haut. Dann habe ich was ganz Tolles entdeckt. Also da bin ich wirklich, also das möchte ich euch doch sehr ans Herz legen, da mal was zu testen. Ja, oder nehme ich das? Also jetzt bin ich gerade wieder am Überlegen, was jetzt auf Platz 1 ist. Ich werde mal nicht jetzt Platz 1, 2 oder 3 sagen, sondern ich finde zwei Produkte sehr gut. Und das ja auch. Also das war ja auch sehr gut. Dieses Produkt kann ich euch weiterempfehlen. Das war ein Zufall. Da war ich bei Famila und habe das entdeckt. Da war ich ganz erstaunt. Das war echt abseits. Das war nicht so, oh, kaufen, sondern das war so mehr so an der Seite. Und dann denke ich, was steht denn hier eigentlich? Und das ist ja interessant. Und da hatten sie ganz viele Produkte davon. Und dann habe ich das mal gegoogelt und das ist eine deutsche Firma. Fandini, eine deutsche Firma. Und die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Die haben, guck mal. Ich werde das vielleicht auch nochmal abfotografieren. Also die sind so richtig, richtig bewusst. Die achten da irgendwie auf alles. Der Preis asammäßig, aber wow, war das ein tolles Produkt. Und das seht ihr ja schon daran. Aufgebraucht. Guck mal. Bis auf den letzten Rest alles rausgeschnuckelt. Das Einzige, was ich hier bemängeln würde, ist der Duft. Also da könnten die nochmal dran arbeiten. Nicht so ein toller Geruch wie das oder das oder das. Sogar das. Habe ich alle hochgehalten? Hatte ich den schon. Das hat auch gut gerochen. Also da muss ich sagen, das war so das Einzige, was ich da zu meckern habe, dass der Geruch jetzt nicht so megamäßig ist. Aber wenn man möchte, kann man sich da ja Aromaöle reinträufeln. Wenn ihr im Reformhaus schöne Aromaöle euch kauft, von guten Firmen, mit also eine dunkle Flasche mit der richtigen Nummer drauf und so weiter. Bisschen Rose rein, bisschen irgendwas rein, was ihr mögt, Sandelholz. Kann man da reinträufeln, ein paar Tröpfchen, mal gucken, so 5 Tröpfchen oder so. Ja, oder auf die Menge, das sind 220 Gramm, mal gucken. Dann könnte man den Geruch ein bisschen verfeinern. Oder wer mag Pfefferminze, Teebaumöl, ist egal. Also es geht auch. Es ist jetzt nicht so. Da müsstet ihr mal selber gucken, ob ihr den Geruch mögt. Also ich könnte ihn mir noch schöner vorstellen. Aber es ist absolut kein unangenehmer Geruch oder doofer Geruch. Es ist mir nur zu wenig. Es könnte noch mehr. Ja, anspruchsvolle Kundin hier. Aber ansonsten, super Produkt, empfehle ich euch. Bitte, bitte kauft von dieser Firma, weil die so, so sehr bewusst sind. Das muss man hier. Da ist es. Das muss man unterstützen. Die sind sehr, sehr bewusst, finde ich ganz toll. Das hat mir, also da würde ich mir gerne noch mehr von kaufen. Da würde ich mir auch gerne das Duschgel von kaufen oder so. Das ist die Firma, die werde ich jetzt mehr beachten. Wirklich. Die finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, warum die da so am Rand stand. Also eigentlich schade.
Bei Rewe habe ich sie auch gesehen, so als Weihnachtsgeschenk verpackt an so einer Laterne oder so. Wenn ihr das seht, könnt ihr gerne verschenken, macht ihr nichts falsch mit, eine ganz tolle Firma. Muss ich echt sagen, also ich finde die Firma toll. So, wie war denn das Peeling eigentlich? Das Peeling war sehr, sehr, sehr ähnlich wie Asam. Sehr ähnlich wie Asam. Ich würde es fast schon so auf einer Stufe mit Asam stellen. Wirklich, danach ist die Haut gepflegt, weich, toll. Der Peeling-Effekt war, finde ich, sehr, sehr ähnlich dem Asam. Ich würde jetzt nicht sagen, genauso, weil nachher vergleicht ihr das und sagt dann, stimmt nicht, was du gesagt hast. Also ich würde sagen, sehr, sehr ähnlich, kommt dem sehr nahe. Kam Asam am nächsten von den Produkten, die ich getestet habe, wirklich, ist mit Avocadoöl. Ganz tolles Produkt. War, wie gesagt, das hier, ne, die sind leer. Ganz toll. Ich liebe die auch immer noch, wenn die hier so rumstehen. Könnte ich die ganze Zeit anfassen und riechen und schnuppern. Aber schnuppern kann ich auch bei den anderen. Fast alle riechen ganz toll. So, und jetzt habe ich sogar mal Avon getestet. Avon. Dadat, Planet Spa. Avon verzichtet auch auf Mikroplastik, finde ich ganz toll. Und weltweit keine Tierversuche, auch nicht in China, ne? Das sagen die auch, das liest man auf der Internetseite. Ja. Wisst ihr was? Ich fand das ganz toll. Aber ich möchte nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, weil das Avon ist, ne? Ich habe ja nichts davon, wenn ihr Avon kauft oder so. Ich fand das erstaunlich. Also es ist aber nicht so wie Asam. Es ist ein ganz anderes Produkt. Ich will euch das mal zeigen. Guck mal, so sieht das aus. Das ist mehr wie so ein Duschgel, aber der Peeling-Effekt, der war richtig schön. Das war sehr angenehm. Es war nicht zu wenig, nicht zu viel. Es war nicht zu doll. Das war sehr, sehr weiß so auf der Haut. Wenn ihr das so aufgetragen habt auf der Dusche, hattet ihr so ein weiß, so wie Creme war das auf der Haut. Ganz witzig, so wie bei dem Weleda. Da hat man das auch so. So das Gefühl, du cremst dich so ein gleichzeitig. Und danach, witzigerweise, musste ich mich noch nicht mal eincremen. Also das war echt toll. Ja, bei den anderen musste ich mich meistens eincremen, weil dann, kennt ihr das so, dann piekst das so auf der Haut, ne? Aber danach musste ich mich nicht eincremen. Das war toll, das hat mich echt überzeugt. Das würde ich gerne nochmal. Und vor allen Dingen der Geruch. Kennt ihr Planet Spa Produkte von Avon? Oh, umwerfend. Aber gut, das kann man ja jetzt bei mir jetzt auch gar nicht mehr so ernst nehmen, weil ich ja alle Gerüche toll finde. Ja, bei den Gerüchen, da nehmen sie sich alle nicht viel. Also da sind sie wirklich. Aber wenn ihr Avon Produkte mal bestellen möchtet und dieses Produkt ist dann gerade in der Broschüre, alle 3 Wochen müsst ihr gucken, ne? Dann könnt ihr euch das mal bestellen. Das ist wirklich toll. Da war ich ganz erstaunt. Als Avon-Beraterin kannte ich kein einziges Peeling. Und das war das Einzigste, was ich gefunden habe. Das war toll. Ein tolles Produkt. So, und somit bin ich schon fertig mit meinen Asam-Vergleich-Video. Wie sind die Peelings, die ich so gefunden habe bei Rossmann, bei DM, bei Avon, bei Famila. Jo. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Es ist natürlich alles immer so ein persönliches Empfinden. Und ja, wer möchte gerne Naturkosmetik, wer möchte das nicht? Wer bestellt gerne? Wer geht gerne lieber los? Riechen können wir leider alle nicht im Moment, aber gerochen haben sie ja eigentlich alle gut. Das ist dann wirklich so ein Empfinden. Ihr könnt auch noch mal gerne nachlesen. Ich kann euch das auch noch mal in die Beschreibung setzen. Ich werde euch sowieso fast alles verlinken oder alles verlinken, was noch da ist, aber müsste eigentlich alles da sein. Ich kann euch auch noch mal diese Infoseite Zucker und Salz, diesen Vergleich, kann ich euch auch noch mal gerne in die Beschreibung mit reinsetzen, damit ihr noch mal gucken könnt, weil Salz ist jetzt nicht schlimm für die Haut oder so, ne? Salz ist auch gut. Also nicht immer so, viele sind immer so, Salz trocknet aus. Nein, im Gegenteil. Salz ist richtig gut auch für die Haut. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer so eine Geschmackssache. Hat Spaß gemacht. Jetzt werde ich die Sachen alle noch aufbrauchen. Was ich jetzt nicht so toll fand, also wie gesagt, dieses Salz werde ich für die Füße benutzen. Warum nicht? Man kann ja auch die Füße schön peelen, ne? Und danach aber aufpassen beim Laufen, nicht, dass sie ausrutscht. Und sagt, Sharon hat gesagt, das kann man machen. Nee, nee.
So, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über tolle, liebe, nette Kommentare von euch, was ihr so mögt an Peelings, was ihr so mir empfiehlt. Vielleicht habt ihr auch noch ein schönes Produkt, was ich mal testen kann. Dann freue ich mich ganz doll, wie bei den Body Lotions. Da teste ich ja auch weiterhin. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt mir das immer gerne in die Beschreibung. Ich lese das, ich schreibe mir das auch auf. Und wenn mir das gefällt, dann kaufe ich mir das natürlich auch. Und ansonsten, ja, wer möchte, darf mich gerne abonnieren. Dann freue ich mich ganz doll. Und die Glocke einschalten, dann werdet ihr sofort informiert, wenn ich wieder hier bin. Dreimal die Woche mache ich ein Video, teste, probiere, schminke mich. Manchmal ziehe ich mich auch an. Ja. Und das Allerwichtigste kennt ihr schon. Lasst euch bloß nicht von den bösen Menschen ärgern. Also böse Menschen, von den doofen Menschen, die euch ärgern. Lasst euch da nicht ärgern, das wollte ich sagen. Passt gut auf euch auf und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.